Lotti, dann grüß. Der Erwin? Wie geht's ihm? Den Umständen angemessen. Ist das der Vater gewesen? Ja, der ihn geheiratet hat. Kann man ihm nichts schicken. Wem? Dem Erwin. Brauchst du ihm nichts schicken? Red lieber, als würde er mehr nützen. Was hast du in der Küche von der Frau Hoffmann zu suchen gehabt? Nichts. Nichts Besonderes. Seit wann geht sie denn so schlecht? Von denen, die sie den Vater geholt haben. Es hat doch etwas nicht gestimmt auf der Kanzlei, wo der Vater geschafft hat. Für die Gemeinde. Mündelgelder und so. Unterschlagungen? Sie haben ja nichts können anweisen. Aber als er zurückgekommen ist, war er ganz kaputt gewesen. Hat er getrunken? Sind die Leute wüst zu ihnen gewesen? Alle. Bis auf den Onkel Nestbacher. Der hat uns geholfen. Haben Sie noch mehr so Hüftchen? Die Mutter und der Armin abonnieren sind wir. Wir sind, glaube ich, noch versichert. Mhm. Dann kommen wir jetzt auch noch Geld über? Ja, ich weiß es nicht. Mhm. Bei Halb- oder Ganzinvalidität, bei Todesfall im Folge Unfall oder verbrecherischem Überfall? Ja, der Armin hat es mir einmal erklärt. So. Der Armin hat es dir einmal erklärt. Du verstehst von dem natürlich gar nicht. Weißt du, was du bist? Der ganz verstockte Seele. Weißt du, dass du mit dem Versteck ist, den Schwung vom Kopf und Kragen bringst? Kopfertori! Der Armin ist es nicht gewesen! Das habe ich jetzt genug gehört. Ich will jetzt endlich mal wissen, was du von dieser Sache weißt. Da bleiben! Setz mal ab da. Was hast du im Küchenkasten von der Frau Hoffmann zu suchen gehabt? Fred? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Macht mit mir, was du willst, aber ich kann nicht. Aber, Meitli. Komm. So. Nein, nein. So. Willst du einen Schluck Wasser?